be that young rapping dude. Might this trap with you. Jemand Bock auf Cineminis? Mega lecker. Kein Bock? Was? Unfassbar. Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen bei uns Star Wars YouTuber Epic Wars mit weiteren Star Wars Battle von 2 Action hier für euch am Start, Leute. Ich bin so gespannt, was ihr jetzt zu diesem Video sagt. Ich bin so gehypt, ne? Ich hab so richtig Bock. Die meisten Leute denken wahrscheinlich, ja, das Mai-Update, ein Modus, dann... Ja, Helden gegen Schurken wird verändert. Ich meine natürlich eine neue Map. Und Helden gegen Schurken wird verändert. Das war's. Nee, das kannst du gleich knicken. Helden und Schurken werden richtig systematisch, richtig krass verändert. Und so positiven, die Blasterhelden, Leute, die kriegen so viel Power. Und ich hab nicht einfach so unfassbar gesagt. Leute, Phasma wird nicht mehr unfassbar, sondern die wird endlich mal stark. Das ist kein April-Scherz wie am Mai. Das kann gar kein April-Scherz sein. Und das stimmt, Leute, das stimmt. Und dann kommen wir gleich mal zu dem Thema. Ich fange mit Phasma an, ja? Mit Phasma. Finn und Phasma. Die beiden Helden, die zum Last Jedi DLC dazugekommen sind im Dezember 2017, werden verbessert. Denn die bekommen mehr Blaster-Schaden. Also der Blaster macht von dem mehr Schaden. Die macht mehr Schaden mit den Helden, mit den Waffen. Wie geil ist das denn, ja? Und das ist ja mega, mega nice. Aber dazu komme ich natürlich auch gleich zu den weiteren Sachen. Nämlich, Leute, erstmal vielen lieben Dank für die Spenden, für den Support, für die Kanalmitgliedschaften. Und dafür möchte ich mich einfach jetzt hier auch öffentlich bei euch bedanken, Leute. Ihr seid einfach so krass und ich weiß es natürlich zu schätzen. Danke für euren lieben, lieben Support, Leute. Und ich muss noch eins sagen, Leute. Es ist so krass, was in letzter Zeit passiert hier auf in Star Wars Battlefront 2 und lasst natürlich nicht nach, ne? Wir haben bald Sommerferien, ich weiß, Schule geht vor, aber, ne, vergesst niemals Star Wars Battlefront 2, das beste Spiel. Und da bin ich mal gespannt. Und Frage des Tages natürlich an euch, Leute. Was findet ihr am geilsten von den Veränderungen? Was findet ihr am geilsten? Was würdet ihr euch noch wünschen? Und worauf freut ihr euch am meisten jetzt? Weil ich werde ein paar Sachen jetzt vorlesen. Also Finn und Phasma, Blasterschaden wird erhöht. Und jetzt gehen wir mal systematisch jetzt mal durch. Erstmal General Grievous, Leute. Der nächste Held, General Grievous, nämlich unerbittlicher Vorstoß, macht jetzt mehr Schaden. Ja, also der macht jetzt generell mal Schaden und der hatte auch so einen Fehler, dass er nicht mehr richtig geblockt hat und so. Das soll jetzt endlich behoben werden. Das heißt, wenn die Gegner zu euch kommen, ihr macht die Fähigkeit, dann werden die auch niedergeschrubbt. Ja, und richtig geschrubbt, das sollte auch so sein. Die haben gar keine Chance mehr, ja. Rest in Peace. Und das war's. So viel dazu. Also Grievous wird endlich mal funktionieren, sag ich mal, weil die mittlere Fähigkeit, das war ja, glaube ich, die mittlere Fähigkeit, wird endlich verbessert, ja. So, Boba Fett komme ich gleich. Boba Fett, oh mein Gott, Boba Fett. So, jetzt kommen wir zu Darth Vader, Leute. Darth Vaders Lichtschwert macht jetzt endlich mehr Schaden, beziehungsweise warum endlich mehr Schaden? Ihr wisst, im Battlefront 1 hat man die Gegner gewonnen, das war das System auch anders. Man kann sich 1 zu 1 vergleichen, aber das soll jetzt auch mal so ein bisschen in Richtung Battlefront 1 gedrückt werden. Und Darth Vader soll irgendwie mit Luke Skywalker, dazu komme ich gleich, auch die Vorzeigebeispielhelden sein. Ja, in dem Fall, Darth Vader, Leute, macht mehr Schaden mit seinem Lichtschwert. Ich denke mal, vielleicht kann er auch manche Truppler vielleicht one-shotten oder ganz kurz davor 140-150% Schaden jetzt nehmen. Das wäre richtig krass. Und ja, schwere Klassen und Spezialeinheiten werden dann natürlich überleben. Die Ausdauer wird verbessert. Das heißt, wenn er die Schüsse blockt mit seinem Lichtschwert, dass dann halt irgendwann, wenn die Ausdauer halt weg ist, dass er wieder seine Ausdauer bekommt, dauert immer so, ich glaube 3 Sekunden hat das gedauert, jetzt wird das verringert auf 2,5 Sekunden, also wird schneller sein. Das ist natürlich richtig gut, also Darth Vader bekommt einen, oh, der wird stark, ja. Und dann noch etwas, worauf sich voll viele freuen werden, nicht der Würgegriff, Leute. Der Würgegriff wird jetzt so sein, dass ihr immun seid gegen Schaden oder halt weniger Schaden bekommt. Eins von den beiden, da sind sie noch am Überlegen. Bin ja gespannt, ihr macht euren Würgegriff, dann kommen 500 Gegner von den Seiten von hinten und dann seid ihr tot, obwohl ihr nur eine Fähigkeit machen wollt. Das soll nicht mehr so sein, ja. Also Darth Vader soll auf jeden Fall verbessert werden und das ist richtig krass. Der nächste Held ist Obi-Wan. Nämlich sein Gedankentrick soll eigentlich nur die Reichweite erhöht werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt angepasst wird zu Rey, weil Rey hat eigentlich eine ziemlich gute Reichweite. Ob das jetzt 1 zu 1 mit Rey wird, also ich würde es natürlich gut finden. Das ist natürlich auch etwas, was man nehmen kann. Und die Dauer des Mindtricks, Gedankenkontrolle, ich glaube, von Dauer wird nichts geändert. Da
werden wir noch ein bisschen mal abwarten. Ja, dazu haben die ja nichts mehr gesagt. Luke, zu Luke wollte ich dazu kommen, Leute. Luke wird auch so einer sein. Ihr wisst ja, Luke Skywalker in Battlefront 1, der war so krass. Der ist durch die ganze Map gelaufen. Der war so schnell. Ich weiß gar nicht, warum der so schnell war. Der war hyperaktiv, ja. Voll auf, ne, ich sag's lieber nicht, aber der war richtig aktiv. Junge, ey, der hat doch bestimmt was eingenommen, ne? Aber dazu, das sag ich lieber nicht. Luke Skywalker macht jetzt mehr Schaden mit seinem Lichtschwert. Nach dem Mai-Update, Leute, macht er endlich mehr Schaden. Was heißt endlich? Ja, er macht mehr Schaden. Er wird Richtung Battlefront 1, wie gesagt, gedrückt. Bin ich mal gespannt, wie sich der, dieser Held dann spielen lässt. Also ich mag ja Luke Skywalker zu zocken. Vor allem auf Endo macht er mega Spaß. So, wenn wir schon mal schnell sind, Leute. Yoda, ja, die kleine, flinke, grüne Maschine, die wird jetzt richtig schnell, ja, der wird jetzt auch richtig schnell. Ich frage mich, wie schnell. Auf jeden Fall werden die das System an Yoda bearbeiten, dass er halt schneller durch die Map läuft. Also ihr könnt dann schneller mit Yoda rumlaufen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber ich bin mega gespannt, wie sich das dann spielen lässt. Also Yoda wird schneller, meine Freunde. So, und jetzt kommen wir noch zu Chewbacca. Chewbacca bekommt mehr Leben. Ja, der wurde ja schon verändert, deswegen machen die an ihm jetzt nicht mehr so viel. Er bekommt mehr Leben, das heißt, ihr könnt dann halt mehr aushalten, mehr halt austeilen und mehr mit ihm dann in den Runden spielen. Finde ich halt richtig cool. Chewbacca sollte ein bisschen stärker gemacht werden, beziehungsweise mehr Leben. Passt eigentlich sozusagen. So, generell die Blasterhelden-Lebensgeneration wird verbessert. Also von jetzt jeden Blasterhelden, das heißt, wenn ihr Schaden bekommt und ihr habt jetzt, sagen wir mal, 300% Schaden bekommt, ihr habt jetzt noch 200%, dann, bis die Lebensregeneration anfängt, ja, ich weiß, ihr geht dann halt duschen oder holt euch was zu essen. Nein, 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 ihr braucht da gar nicht mehr weggehen, ja. Ihr braucht gar nicht den Controller ablegen, weil das geht dann schneller. Es geht dann ruckzuck. Was heißt ruckzuck? Es geht auf jeden Fall schneller, so übertreiben will ich es nicht. Aber es geht auf jeden Fall schneller, dann könnt ihr schneller mit den Helden dann wieder am Start sein, mit den Blasterhelden, mit Han Solo und so, und wieder dann weiter zocken. Hab ich Bock drauf, Mann. Hab ich Bock auf das Update. So, und sie generieren mehr. Ja, also das heißt, wenn die halt mehr Schaden bekommen, generieren sie auch mehr. Das heißt, wenn du jetzt 300% Schaden immer regeneriert hast, dann regenerieren wir vielleicht 350 oder 400. Die ganzen Statistiken, die ganzen Informationen werden dann auch dann veröffentlicht. Ich bin mal gespannt auf die Werte, weil die Werte sind halt immer wichtig. So, jetzt kommt's, Leute, jetzt kommt's, ja. Boba Fett, meine Freunde. Und Boba Fett war die Maschine. Wie viel 100 plus Gameplays habe ich im Battlefront 1 rausgehauen mit Boba Fett? Unzählige, live mit Epic sogar im Live-Gameplay 100 plus rausgehauen, und der wird jetzt endlich angepasst. Was ich noch wünschen würde, bevor ich jetzt sage, was an ihnen verbessert wird, ich würde mir wünschen, dass er endlich mit der Waffe zoomen kann. Das kommt nämlich nicht, also vorerst nicht, und darüber haben wir eigentlich viel geredet. Ich hoffe mal, das kommt. Aber Fahnenkreuz wird verändert. Das Fahnenkreuz, das heißt, wenn ihr den Gegner halt anvisiert, beziehungsweise nicht anvisiert, man visiert ihn nicht an, das ganz normale Fahnenkreuz in der Mitte des Bildschirms, das soll jetzt angepasst werden, das soll so ein kleiner Punkt sein? Kleiner Punkt? Warum kleiner Punkt? Ich glaube, zielgerechter Fahnenkreuz, also zielgerechtes Fahnenkreuz steht hier. Also es soll eigentlich dann besser sichtbar auf die Gegner dann anvisieren. Wie so ein Laser. Das könnte sein. Dann, ja, Boba Fett, Leute, Flugsystemänderung. Ja, es soll natürlich die Schnelligkeit und so bleibt alles, aber er kann in der Luft auch ausweichen. Ja, wie geil ist das? Er fliegt durch die Luft und weicht dann den Schüssen aus und vielleicht auch den Attacken der Lichtschwerthelden, und das wäre natürlich richtig cool. Also es heißt hier Flugsystemänderung mit einem Ausweichmanöver. Also wie unten, wie man die Kreistaste drückt und halt so sich rollt oder sich dasht, so soll es auch mit Boba Fett oben in der Luft sein. Ich kann euch leider kein Beispiel nennen, weil ich wirklich kein Beispiel habe, aber ich bin mega gespannt, wie es sich dann halt spielen lässt. Und wenn wir zum letzten Punkt nämlich kommen, nämlich Boba Fett bekommt auch mehr Leben. Endlich, Leute, er bekommt mehr Leben, das habe ich schon immer gewünscht seit Tag 1, er soll endlich mehr Leben bekommen, da bin ich mega gespannt, wie sich das alles spielen lässt. Ich bin auch fertig mit dem Video, wir brauchen das jetzt nicht in die Länge ziehen, ich denke mal, die Zeit war ganz gut. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Ich bin mega gespannt auf das Mai-Update. Also, Mai-Update wird richtig geil. Ich bin mega gehypt, Leute. Und da kommt einiges auf uns zu. Kommentieren, bewerten nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Macht's gut, haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.